Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite und vielen Dank für das Interesse und gleich zu Anfang auch vielen Dank für die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die diese Veranstaltungen, muss man sagen, in der Mehrzahl unterstützt. Wir berichten gerade in verschiedenen Städten über unsere Reise nach Mazedonien und Serbien. Wir waren schon in Ulm, in Freiburg und in Reutlingen und heute die vierte Veranstaltung in Stuttgart. Und gleich auch zu Anfang vielen Dank an die Anstifter, die die ganze Reise mitfinanziert haben und es überhaupt möglich gemacht haben, dass wir das machen konnten. Ich möchte zum Anfang noch sagen, ich arbeite zwar beim Flüchtlingsrat, aber diese ganze Veranstaltung war keine Veranstaltung des Flüchtlingsrats, sage ich deswegen, weil es da öfters mal dann irgendwelche Behauptungen gibt, das Land Baden-Württemberg unterstützt den Flüchtlingsrat und die machen dann Sachen, die das Land überhaupt nicht haben möchte, wie zum Beispiel Reisen nach in die Balkanstaaten. Es ist klar, diese Reise war eine Privatveranstaltung letzten Endes, an der verschiedene Personen beteiligt waren, die auch zum Flüchtlingsrat gehören oder dort organisiert sind. Aber sie ist auf jeden Fall nicht auf finanziellen Beinen des Landes, falls irgendwelche Leute sitzen, die für die Presse arbeiten oder wen auch immer, sei nur klargestellt an dieser Stelle. So, jetzt habe ich eine Frage. Wer war bei der Veranstaltung im September hier? 1, 2, 3, üblich 5 Verdächtige, 6, also nicht so viele. Also ich möchte heute nicht genau das gleiche erzählen wie vor 2, 3 Monaten, aber schon so ungefähr ist das gleiche Thema. Im September waren wir vor dieser Reise, jetzt haben wir diese Reise hinter uns, können natürlich über unsere Reise berichten. Ich möchte aber auch auf andere Sachen eingehen und vielleicht bitte nicht erschrecken, das sieht jetzt erstmal viel aus. Auf jeden Fall würde ich gerne so ein paar Takte sagen zu den Themen, die hier stehen. Rassismus und Antiziganismus, das werde ich jetzt heute ganz kurz machen, steht aber meiner Ansicht nach im Hintergrund, auch was die Frage angeht, welches Bild wir hier von Sinti und Roma haben oder wie wir mit diesen Menschen umgehen. Dann werde ich das auch kurz machen, Chronologie, Politik gegen Balkanflüchtlinge. Wobei an dieser Stelle würde ich mal ein bisschen genauer eingehen auf die neuen Gesetze, die verabschiedet wurden. Und hier gibt es tatsächlich ein paar neue Informationen im Vergleich zum September. Dann ein bisschen erzählen, wie läuft eigentlich das Asylverfahren von Personen aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten hier in Deutschland ab. Welche aktuellen Gesetze, auch da kommt es, welche aktuellen Gesetze gibt es dazu. So, und dann würden wir so langsam die Kurve drehen in Richtung unserer Reise. Davor würde ich noch ein paar Takte sagen zu ein paar Berichten, die eben ein bisschen wissenschaftlicher aufgezogen sind über die Lage von Minderheitenangehörigen in diesen sogenannten sicheren Herkunftsländern. Weil unsere Reise war kein wissenschaftliches Projekt. Wir sind da nicht mit einem wissenschaftlichen Ansatz rangegangen, sondern mit einem ganz pragmatischen, persönlichen, direkten Ansatz. Also der Ursprung oder der Hintergrund war, dass wir Einzelpersonen und Familien kennen, die hier im deutschen Asylverfahren waren und dann wieder zurück mussten, freiwillig ausgereist sind oder abgeschoben wurden und wir diese dann besucht haben und deren Lebensverhältnisse kennengelernt haben. Das heißt, es standen vorher schon Kontakte zu einzelnen Personen. Das ist ein sehr empirischer, sehr direkter, sehr persönlicher Zugang. Wir haben also nicht das ganze Land bereist, um da irgendwelche wissenschaftlichen Studien zu betreiben, sondern es ist eben anders gelaufen. So, da würde ich eben dann die zentralen Ergebnisse referieren und dann auch eine ganze Menge Bilder zeigen von der Reise,
und was wir da jetzt erlebt haben von einzelnen Familien. Und schätze mal, dass ich so insgesamt so ein Stündchen brauchen werde, um das vorzutragen. Und möchte es aber auch so angehen, dass wir noch genug Zeit haben zum Nachfragen, zum Diskutieren und nicht der ganze Abend mit Referat drauf geht. Ihr könnt gerne während des Vortrags nachfragen oder euch melden, wenn ihr was nicht versteht oder wenn ihr eine andere Meinung habt, ist gar kein Problem. Ich werde dann halt trotzdem gucken, dass ich meinen roten Faden behalte. Ja, das war, glaube ich, genug der Vorrede. Die aktuelle Nachricht habe ich an den Anfang gestellt. Das ist vom, jetzt habe ich gerade kein Datum hingeschrieben, 20. November, glaube ich. Unsere Landesregierung will die Zahl der Rückkehrer in die sicheren Herkunftsstaaten deutlich erhöhen. Das hört sich alles schön wunderbar an. Da werden auch schöne Worte verwendet wie Rückkehrmanagement. Es ist klar, in den nächsten Wochen und Monaten wird es eine, ich sage es jetzt mal nach meinen Worten, Abschiebewelle gegenüber Asylsuchenden aus den sogenannten sicheren Herkunftsländern geben. Es sind verschiedene Gesetze geändert worden. Es ist alles schön vorbereitet, um die Leute loszuwerden. Unsere Landesregierung glaubt offenbar mittlerweile auch, dass man die sogenannte Flüchtlingskrise auch dadurch lösen könne, dass man möglichst unfreundlich mit Personen umgeht, denen man Fluchtgründe abspricht und die man für Wirtschaftsflüchtlinge hält. Ich denke, da wird es in den nächsten Wochen sehr viel menschliches Leid auf dieser Ebene geben und das hat auch schon angefangen. Letzte Woche gab es zum Beispiel eine Sammelabschiebung nach Serbien und Mazedonien, die Woche davor in Kosovo. Jetzt in diese und nächste Woche soll es jeweils zwei Sammelabschiebungen geben. Ab nächsten Monat wöchentlich Sammelabschiebungen. Die Landesregierung sagt zwar, sie setze auf die sogenannte freiwillige Rückkehr. Faktisch darf man aber davon ausgehen, dass jedes Mittel recht ist, damit die Leute gehen. Es werden zurzeit auch in den Unterkünften von den Landratsämtern Informationsblätter verteilt. Da steht drauf, wenn Sie Ihren Asylantrag zurücknehmen und unverzüglich ausreisen, dann bekommen Sie die Chance auf eine legale Arbeitsmigration nach Deutschland. Da werde ich nachher dann drauf eingehen. Und so easy peasy, wie das die Behörden darstellen, ist es eben auch nicht, sondern es erscheint mir eher also wie ein Versuch, die Leute ein bisschen zu übertöpeln, damit sie möglichst schnell und ohne Getöse das Land verlassen. Ja, zu diesem Thema zeige ich jetzt nur eine Folie. Es gibt eine Studie des Zentrums für Antisemitismusforschung aus dem letzten Jahr, die mit einer sozialwissenschaftlichen Methode untersucht haben, gibt es Antiziganismus in der deutschen Bevölkerung und die zentralen Ergebnisse sind so ungefähr, Roma und Sinti sind die Gruppe, auch in Deutschland, die als Gruppe konstruierte Minderheit, die am wenigsten Ansehen genießt in der deutschen Bevölkerung, noch vor, also noch hinter den ebenfalls als Gruppen konstruierten Muslimen und den Asylbewerbern als ganze Gruppe. Und ich denke, ich sage jetzt nicht mehr dazu, ich denke, das kann man auch im Selbstversuch mal ausprobieren, wenn man so in der Stadt irgendwo sich bewegt und die Leute mal fragt, was denken sie über Roma, dann wird man alles Mögliche zu hören kriegen, wenn man die Frage stellt, was wissen sie über Roma, dann wird man wahrscheinlich meistens die Antwort kriegen, ja eigentlich nichts. Ja. Es sind meistens eben Stereotype, die da sehr tief sitzen, die eine lange Geschichte haben und eben auch bis in die Gegenwart reichen. So, an der Stelle
lasse ich das mal auf sich beruhen. Wenn ich unseren Ministerpräsidenten Kretschmann ab und zu mit unschönen Bildern zeige, dann hat es den Grund, dass er natürlich ein Repräsentant einer Politik ist, die Grüne Partei dazu gebracht hat, eine Politik gegen Menschen aus, gegen Minderheitenangehörige, hauptsächlich vom Balkan, zu betreiben, die aus unserer Sicht eigentlich nur als unmenschlich bezeichnet werden kann. Es mag sicher alle möglichen Motive geben, warum eine grün-rote Landesregierung mittlerweile allem zustimmt, was die Bundesregierung verabschieden möchte. Ein Motiv ist sicherlich, dass man sagt, oder das ist so eine offizielle Begründung gerade, wir sind da weiter kompromissbereit, weil wenn wir nicht mitmachen, dann kriegt die AfD nur noch mehr Zulauf. Also man hat Angst, dass sozusagen von rechts eine Mobilisierung kommt, dass wenn der Konsens der demokratischen Parteien sich auflöst, dass man dann instabile Verhältnisse auch bei uns bekommt, angesichts des starken Zustroms an Flüchtlingen, den wir jetzt eben gerade haben. In der Sache ist das eben dann doch eine ganz harte Politik, von denen zugestimmt wird, die vor 3-4 Jahren eigentlich noch was ganz anderes wollten. So, also hier das schöne Zitat, der Weg über das Asylverfahren endet in einer Sackgasse. So, das wollte ich jetzt alles ausblenden und ich lasse das mal, ich blätter das mal alles. Ich habe hier so eine kleine Geschichte des Umgangs mit den Asylsuchenden aus den Balkanstaaten, beginnend mit 2012. Nur ein Satz dazu an der Stelle. Im November 2014 wurden die Staaten Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina zu sicheren Herkunftsländern erklärt von der Bundesregierung. Und die Begründung war, diese Asylsuchenden, die daherkommen, die haben ja keine Gründe, sind als Wirtschaftsflüchtlinge, das sieht man auch an der Entscheidungspraxis des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Die Anerkennungsquoten liegen zwischen 0,1 und 0,5% oder lagen zur damaligen Zeit jetzt auch noch. Und daran sieht man ja, da ist nichts dran an diesen Asylanträgen. Wenn man sich die ganze Geschichte genauer anguckt, dann kommt man drauf, dass das eine vorbereitete Politik war. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das ganz direkt im Bundesinnenministerium untersteht, hat schon 2012 sozusagen geplant, mit der systematischen Ablehnung von Asylanträgen angefangen. Bereits 2012 war es sozusagen klar, wer immer aus einem dieser Herkunftsstaaten kommt. Es ist auch jemand hier, der hat die Ablehnung zu 99,9% sicher. Und vielleicht jetzt zu 100%, aber der Unterschied ist nicht groß. Ja, und dann konnte man sagen, ja guck mal, die werden doch alle abgelehnt. Ja, da ist doch nichts dran. So, an der Stelle möchte ich das mal da stehen lassen und jetzt vielleicht auf die aktuellen Gesetzesänderungen eingehen. Wir haben seit dem 24. Oktober das sogenannte Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz. So hat das die Bundesregierung genannt. Wir wissen noch nicht, ob diese ganzen Maßnahmen das Asylverfahren beschleunigen wird. Dazu ist gerade noch was ganz anderes in Planung, auch ein neuer Gesetzentwurf. Dieses Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz ist aber ein Paket, das in weiten Teilen eigentlich ein Anti-Roma- oder Anti-Balkan-Flüchtlinge-Gesetzespaket ist. Das wird man gleich sehen, wenn man sich die einzelnen Bestandteile ein bisschen anguckt. Vielleicht zunächst mal, was sich für alle, also ein paar Sachen, die sich für alle Flüchtlinge geändert haben, nämlich
die Möglichkeit, Asylsuchende in Landeserstaufnahmeeinrichtungen unterzubringen, wurde von 3 auf 6 Monaten ausgeweitet. Das gilt jetzt für alle. Also Flüchtlinge können länger in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht werden. Baden-Württemberg hat jetzt auch, also hat jetzt 4 zentrale Landeserstaufnahmestellen und noch 20 so Notunterkünfte, behelfsmäßige Erstaufnahmeeinrichtungen, also sehr viele, für über 40.000 Personen gibt es mittlerweile. Und in diesen Einrichtungen kann man die Flüchtlinge bis zu 6 Monate unterbringen, bevor sie vielleicht in die Kommunen verteilt werden. Es wurde das Asylbewerberleistungsgesetz verschärft, und zwar wird es jetzt wahrscheinlich in Erstaufnahmeeinrichtungen nur noch Sachleistungen für die Flüchtlinge geben und kein Bargeld mehr. Also auch dieser sogenannte persönliche Bedarf, das Taschengeld, mit dem man sich vielleicht mal eine Telefonkarte oder Zigaretten oder eine Kinokarte oder eine Busfahrkarte oder was weiß ich kaufen konnte, das soll es jetzt nur noch in Form von Sachleistungen geben. Das heißt, Flüchtlinge, die dort untergebracht sind, werden kein Geld mehr haben. Und Baden-Württemberg möchte das auch so machen, die möchten da so ein Gutscheinsystem haben. Auch wichtig, Abschiebungen werden nicht mehr angekündigt. Nach Ablauf der Frist für die freiwillige Ausreise dürfen Abschiebungen von Flüchtlingen nicht mehr angekündigt werden. Das heißt, Flüchtlinge dürfen jetzt wieder Angst bekommen, dass sie abgeschoben werden, wenn sozusagen nicht mal beim ersten Mal ein Termin genannt wird, wann die Abschiebung vollzogen werden soll. Es wird jetzt auch kritischer mit der sogenannten freiwilligen Ausreise. Kommen da noch welche? Oder? So, jetzt was haben diese Pakete zu bieten in Richtung der Flüchtlinge aus den sogenannten sicheren Herkunftsländern? Zunächst mal sind auch jetzt Albanien, Kosovo und Montenegro zu sicheren Herkunftsländern erklärt worden. Nicht etwa, weil die Verhältnisse in diesen Ländern besser wurden, sondern weil man jetzt ein schön rundes Bild hat. Sprich, alle Balkanstaaten sind jetzt sichere Herkunftsstaaten. Sind jetzt sogenannte Wiedereinreiseverbote eingeführt worden, darauf kann ich nachher noch mal näher eingehen. Das sieht jetzt so aus, wenn ein Asylantrag abgelehnt wird, bekommt man sogar, wenn man zur freiwilligen Ausreise bereit ist, eine Einreisesperre von mindestens 10 Monaten. Bei der Abschiebung sind es regulär 30 Monate das gilt dann für das ganze Schengengebiet, nicht nur für Deutschland. Also wer abgeschoben wird, bekommt eine Einreisesperre. Wenn er dann wieder einreist, dann wird diese Sperre vollzogen quasi, dann wird die Einreise verwehrt. Ja, oder dann werden die Leute inhaftiert, weil sie ja nicht reisen dürfen. Die zwei Sachen, die hier stehen, die sind jetzt nicht so wichtig. Asylsuchende aus sicheren Herkunftsländern sind ausgeschlossen von der Teilnahme an Sprachkursen, insbesondere an Integrationskursen oder berufsbezogenen Sprachkursen. Hier hat eine Lockerung stattgefunden. Bisher durften nur Personen, die im Asylverfahren anerkannt waren, einen Integrationskurs besuchen. Jetzt dürfen Personen aus Ländern, denen man eine Bleibeperspektive attestiert, nämlich Syrien, Iran, Irak und Eritrea, die dürfen bereits während das Asylverfahren noch läuft an Integrationskursen oder berufsbezogenen Sprachkursen oder auch so Kursen von der Arbeitsagentur teilnehmen. Personen aus sicheren Herkunftsländern sind explizit davon ausgeschlossen, weil die haben ja keine Bleibeperspektive. Da ist nicht zu erwarten, dass ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt aus dem Asylverfahren erwächst. Relevanter ist das Arbeitsverbot, und zwar zunächst mal das Arbeitsverbot während des Asylverfahrens. Hier gilt jetzt, wenn jemand aus einem sicheren Herkunftsland kommt und nach dem 31. August 2015 einen Asylantrag gestellt hat,
dann darf die Ausübung einer Beschäftigung nicht erlaubt werden. Zunächst mal ist es so, EU-Recht ist, nach EU-Recht muss einem Asylsuchenden spätestens 9 Monate nach der Einreise die Erwerbstätigkeit, Beschäftigung erlaubt werden. In Deutschland ist diese Frist bis auf 3 Monate reduziert worden. Also bis jetzt galt, alle Asylsuchenden dürfen spätestens nach 3 Monaten des Aufenthalts kriegen den Zugang zum Arbeitsmarkt. Jedenfalls einen nachrangigen. Bei Personen aus den sicheren Herkunftsländern wurde jetzt aber diese Regelung eingeführt, selbst während des Asylverfahrens, also wenn sozusagen noch offen ist, ob das jetzt positiv oder negativ ausgeht, der Antrag, selbst während des Asylverfahrens wird die Arbeit verboten. Und wenn der Asylantrag dann abgelehnt wurde, dann erst recht, also das betrifft dann auch Personen, die schon länger da sind, also welche schon länger in Deutschland sind, wie Istvan zum Beispiel. Wenn sein Asylantrag abgelehnt wurde und die Ablehnung rechtskräftig wird, dann muss ihm ein Arbeitsverbot erteilt werden. Ja, dann wird sozusagen automatisch die Strafe des Arbeitsverbots verhängt. Wenn also jemand bis dahin gearbeitet hätte, dann darf er das ab dem Moment nicht mehr. Dann muss er vielleicht auch seine Arbeit aufgeben. Auch das soll natürlich nach außen signalisieren, wenn du nach Deutschland kommst, dann darfst du nicht arbeiten. Das treibt schon Blüten, dieses Arbeitsverbot nach § 61 des Asylgesetzes. Hier steht nämlich Arbeitsverbot nach Stellung des Asylantrags. Es gibt viele Flüchtlinge, sind viele Monate hier und haben noch keinen Asylantrag offiziell beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gestellt, sondern haben so eine BÜMA oder so eine vorläufige Duldung und so ein vorläufiges Aufenthaltspapier, weil sie bisher nur registriert sind, aber noch nicht richtig im Asylverfahren sind. Jetzt kann es sein, wie uns passiert letzte Woche bei uns im Asylcafé, an einem Tisch sitzen 2 albanische Familien, beide sind schon 3/4 Jahr in Deutschland. Die einen haben schon eine Aufenthaltsgestattung, die sind also schon im Asylverfahren drin. Die dürfen arbeiten, denen suchen wir gerade Jobs und wer weiß, wie lange das dauert, das Verfahren. Und die anderen sind noch nicht im Asylverfahren drin, dem wurde jetzt gesagt, ihr dürft nicht arbeiten, weil eure Asylantragstellung, die findet ja nach dem 31. August statt, weil der ist ja jetzt schon vorbei. Das heißt, die haben keine Chance, während der Zeit, der sie hier sind, zu arbeiten. Wichtig auch die Pflicht zur Wohnsitznahme in einer Erstaufnahmeeinrichtung. Das ist sozusagen letzten Endes was ganz Fieses. Ich habe das auch letztes Mal schon gesagt, wenn Sie Flüchtlinge aus den sicheren Herkunftsländern bisher kennenlernen konnten in den Kommunen, dann hatten Sie es gut. Kann gut sein, dass das nicht mehr stattfindet, weil es ist jetzt festgelegt worden, wie es hier steht, Ausländer aus einem sicheren Herkunftsstaat sind verpflichtet, längstens bis zur Entscheidung des Bundesamts über den Asylantrag und im Falle der Ablehnung des Asylantrags bis zur Ausreise oder bis zum Vollzug der Abschiebungsanordnung in der für ihre Aufnahme zuständigen Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. Das heißt, die Politik stellt sich das ja mittlerweile so vor, wer stellen möchte, kommt in eine zentrale Erstaufnahmeeinrichtung, und zwar befindet sich die in Heidelberg. Dort wird man innerhalb von ein paar Tagen durch eine Registrierungsstraße durchgeschoben, wo auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sitzt, den Asylantrag formal aufnimmt, vielleicht gleich sogar die Anhörung durchführt, und dann wird entschieden, wer wohin verteilt wird.
Und wer aus einem sicheren Herkunftsland kommt, wird dann halt in irgendeine Landeserstaufnahmeeinrichtung geschoben und muss dort bleiben bis zum bitteren Ende. Ja, kommt nicht mehr nach Balingen oder Fellbach oder Hedelfingen, sondern bleibt in der Erstaufnahmeeinrichtung. So, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber es hat schon angefangen. So, jetzt noch das, was ich vorher schon angesprochen habe, das Bonbon für die Grünen, das sich die Bundesregierung ausgedacht hat. Vielleicht zum Hintergrund, Flüchtlingspolitik ist ja immer ein Geschäft zwischen den einen und den anderen. Einen wollen die Gesetze verschärfen, die anderen wollen es nicht so scharf haben und da macht man dann immer Kompromisse. Und der Herr Kretschmann ist ja kompromissbereit. Und das hier, das gehört sozusagen zur Kompromissmasse. Die Grünen und auch andere haben gesagt, ja, es fällt uns schwer, diesen ganzen Verschärfungen zuzustimmen. Deswegen hätten wir gerne ein paar Erleichterungen, zum Beispiel bei dem Thema. Hintergrund ist, dass viele Wirtschaftsverbände, Unternehmer gekommen sind und gesagt haben, ja, diese Asylbewerber aus dem Kosovo und sonst wo aus den Balkanstaaten, die können wir eigentlich gut brauchen. Das sind ja meistens die besten Arbeitskräfte, da können ja viele auch Deutsch und so weiter. Und außerdem ist uns das egal, ob jemand aus dem Kosovo kommt oder aus Nigeria oder aus Serbien, Hauptsache der arbeitet bei uns. Ja. So, deswegen haben verschiedene Wirtschaftsverbände, wie auch die Handwerkskammer Baden-Württemberg zum Beispiel, eigentlich alle, haben in den letzten Monaten gefordert, wir wollen, dass auch abgelehnte Asylsuchende sozusagen vom Asylverfahren in die Arbeitsmigration wechseln können, sogenannter Spurwechsel. Das heißt, auch ein abgelehnter Asylsuchender soll die Chance bekommen, wenn er einen festen Arbeitsplatz hat, im Land bleiben zu dürfen und die Wirtschaftsverbände haben gesagt, die sollen dann nicht eine lustige Duldung kriegen, sondern eine richtige Aufenthaltserlaubnis. Was dann gesetzlich rausgekommen ist, ist jetzt das hier. In dem Gesetz steht drin, ab 2016 bis einschließlich 2020, also ganze 5 Jahre, können Staatsangehörige aus diesen ganzen Balkanstaaten, sicheren Herkunftsländern, Zustimmung zur Ausübung jeder Beschäftigung erhalten. Bis hierhin hört sich das gut an. Ja? Also sozusagen, es geht nicht nur darum, dass wir uns ein paar Hochqualifizierte raussuchen, sondern es ist eigentlich jede Art von Beschäftigung möglich. Das muss man mal im Hinterkopf behalten. Dann fängt es aber schon an. Die Zustimmung darf nur erteilt werden, wenn der Antrag auf Erteilung des Aufenthaltssitzes bei der jeweils zuständigen deutschen Auslandsvertretung im Herkunftsstaat gestellt wurde. Das heißt, wer so ein Arbeitsvisum möchte, darf nicht in Deutschland bleiben. Er muss zuerst ausreisen, ja, und muss dann bei der deutschen Botschaft so einen Antrag stellen. Also der sogenannte Spurwechsel, den die Arbeitgeber wollten, den wird es so für diese Leute jedenfalls nicht geben. Dann geht es weiter. Die Zustimmung darf nicht erteilt werden, wenn der Antragsteller in den letzten 24 Monaten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezogen hat. Das heißt, wer hier im Asylverfahren war, wird von diesem Visumsverfahren ausgeschlossen. Ja? Ich gucke dich jetzt an. Ja? Jemand, der vor 2, 3 Jahren nach Deutschland gekommen ist, im Asylverfahren war, vielleicht sogar einen guten Arbeitsplatz hatte, ja, der dürfte das gar nicht, ja, der dürfte seine Arbeit nicht fortsetzen, ja, dürfte nicht ausreisen und dann kommen und sagen, jetzt möchte ich nach Deutschland zum Zweck der Arbeit. Er wird ausgeschlossen, ja, weil er Asylbewerberleistungen bezogen hat. Zur Strafe wird er von diesem Gesetz ausgeschlossen. Jetzt gilt das nicht für Antragsteller, die nach dem 1. Januar 2015 und vor dem 24. Oktober 2015 einen Asylantrag gestellt haben.
So, und dann und sich und jetzt aber unverzüglich ausreisen. Das heißt, auch für die Neueingereisten hat man sich jetzt noch was ausgedacht, gesagt, okay, wir machen euch klar, haben eh keine Chance im Asylverfahren. Wenn ihr eure Asylanträge zurücknimmt und unverzüglich ausreist, dann dürft ihr vielleicht ein Visum zum Zweck der Arbeit bekommen. Ich habe jetzt gestern aus Tübingen einen Fall mitbekommen, wo das offensichtlich möglicherweise tatsächlich funktioniert. Also ein junges Paar aus Serbien, aus Albanien, ist ausgereist. Die haben beide eine Arbeitsplatzzusage von ihrem Arbeitgeber und haben sozusagen dieser Perspektive Glauben geschenkt und sind jetzt ausgereist. Bei Asylsuchenden gilt es nur für die, die jetzt neu eingereist sind. Ja? Wenn jemand die ganze Zeit wieder finden. Nein, wird es nicht erlaubt. So, diese zwei Leute, wenn die jetzt ausgereist sind, ja, dann müssen sie zur deutschen Botschaft gehen in Tirana und sagen, hallo, hier sind wir möchten ein Visum beantragen zum Zweck der Arbeit in Deutschland. Dann ist es aber noch nicht bewilligt, dieses Visum, weil dann guckt die Bundesagentur für Arbeit, ob bevorrechtigte Arbeitnehmer für diesen Job zur Verfügung stehen. Das heißt, es wird eine Vorrangprüfung durchgeführt. Möglicherweise kann man das hier schon klären, ja, dass das nicht gemacht wird, aber da kann man sich nicht sicher sein, weil die zuständige Behörde ist die zentrale Auslands- und Fachvermittlungsstelle der Bundesagentur für Arbeit und das sitzt nicht in Tübingen, sondern in Duisburg, also eine Bundesbehörde. Ja. So, also da kann man gar nicht sicher sein. Außerdem entscheidet dann immer noch die Ausländerbehörde, ob irgendwas Ausländerrechtliches entgegensteht. Also die Aussicht, dass man sozusagen den Sprung aus dem Asylverfahren in eine Arbeitsmigration bekommt, die ist sehr, sehr gering zurzeit. Ja, und wir sagen gerade, sollte niemand leichtfertig seinen Asylantrag zurücknehmen, weil das ist ja, den hat man auch nicht leichtfertig gestellt, obwohl es ja unterstellt wird. Die machen das ja nur just for fun, ja, weil sie denken, dass sie Deutschland verarschen können. Man sollte nicht leichtfertig den Asylantrag zurücknehmen, sondern nur dann, wenn man ein konkretes Stellenangebot eines Arbeitgebers hat für eine möglichst gute Stelle, also möglichst natürlich Vollzeitbeschäftigung. Und wenn man eine Vorabzustimmung der Ausländerbehörde zur Erteilung dieses Visums hat. Ja, vorher sollte niemand seinen Asylantrag zurücknehmen. So, das waren jetzt die Blick auf die aktuellen gesetzlichen Änderungen. Hier mal einen ganz kleinen Blick auf die Zahl der Asylsuchenden in Baden-Württemberg. Wie Sie alle wissen, sind die Flüchtlingszahlen stark angestiegen. Der Oktober 2015 war dann wiederum der zugangsstärkste Monat mit 17.000 Flüchtlingen, die nach Baden-Württemberg gekommen sind. Insgesamt erwarten wir ja in Deutschland in diesem Jahr wahrscheinlich über 1 Million neue Asylsuchende. Die Zusammensetzung der Asylsuchenden hat sich stark verändert. Seit die Grenzen mehr oder weniger durchlässig waren von Griechenland aus, sind eben sehr, sehr viele Asylsuchende aus Syrien, Irak, Afghanistan, Eritrea und so weiter, auch Gambia und so weiter gekommen. Und so hat sich auch das Zahlenverhältnis unter den Asylsuchenden im Vergleich zum Jahresanfang ziemlich rumgedreht. Wir hatten zu Jahresanfang noch fast 30% Antragsteller aus den Balkanstaaten. Und jetzt waren es im September noch knapp 10% und im Oktober sind es nur noch knapp über 5%. Albanien war mal auf Platz 1, Kosovo war auch mal auf Platz 1 in diesem Jahr. Mittlerweile ist das eine relativ überschaubare Zahl von Personen, die hier Asylanträge stellen aus diesen Ländern.
Albanien ist jetzt auf Platz 4, 7 oder 8, Serbien auf Platz 10, Mazedonien 14, Bosnien 16, Kosovo 18. Also die insgesamt die Zahl der Menschen, die aus diesen Ländern kommen, ist stark zurückgegangen. Hier kann man sagen, ja, die Politik hat offensichtlich gewirkt, also die Abschreckung funktioniert. Das werden wir mal sehen, also ob diese ganzen Verschärfungen jetzt tatsächlich dazu führen, dass da niemand mehr kommt, weil die kommen ja bloß wegen dem Geld. Ob das wirklich stimmt, zahlenmäßig sind es aber jetzt, was ist das, Oktober 2015, 800 Personen, die eben aus diesen Herkunftsländern gekommen sind im Oktober. Wichtig ist, dass ein hoher Teil der Personen, die vom Balkan kommen, Roma sind. Das trifft nur wenig zu bei Albanien und es trifft auch nur begrenzt zu bei Kosovo. Bei den anderen Staaten ist es eindeutig. Bosnien, Montenegro, Mazedonien und Serbien sind zum Teil 50, 70, 90% der Antragsteller aus diesen Ländern gehören der Roma-Minderheit an. Da hat sich hier mal jemand die Mühe gemacht, das aufzuschlüsseln nach Minderheitenzugehörigkeit. Das wird eigentlich vom Bundesamt nicht erhoben. Wie die Statistik zustande kommt, weiß ich gar nicht genau. Aber darstellen zu können, dass es eben so ist. Ja. Im Fall Kosovo war es anders. Anfang des Jahres, Ende 2014, Anfang 2015 sind sehr viele Flüchtlinge auf einen Schlag quasi aus dem Kosovo gekommen. Da habe ich behauptet, das war aufgrund einer Falschmeldung. Ja. Da gesagt wurde, dass sich da über Facebook oder was verbreitet hätte, wenn du nach Deutschland gehst, dann kriegst du die Chance auf einen Arbeitsplatz. Jedenfalls sind sehr viele Menschen aus dem Kosovo gekommen, was ja der ärmste Staat in Europa ist und wo die Jugendarbeitslosigkeit weit über 50% liegt. So, kleiner Blick, kleiner Exkurs ins Asylrecht, wenn wir über sichere Herkunftsländer reden. Was ist das eigentlich? Hier müssen wir auf unser Asylgrundrecht nach Artikel 16a des Grundgesetzes angucken. Im Artikel 16 des Grundgesetzes, der 1949 eingeführt wurde, stand schon immer drin, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Und im Absatz 2 haben wir 1993 eingeführt die sogenannte Drittstaatenregelung. Die sicheren Drittstaaten haben wir damals erfunden. Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder aus einem anderen sicheren Drittstaat einreist. Das heißt, wenn jemand durch einen von uns definierten sicheren Drittstaat durchreist, dann sagen wir eben, selbst wenn du ein politisch Verfolgter bist, dann kriegst du bei uns kein Asyl, weil du hättest das ja in Österreich auch beantragen können, warum hast du das nicht gemacht? Ja? So. Diese These wird gerade sehr intensiv von der AfD und von Herrn Stoiber irgendwie in die Öffentlichkeit getragen. Da wird gesagt, die Bundesregierung verstößt ja dauernd gegen unser Grundgesetz. Ja, die lassen das zu, dass da Asylbewerber hier reinkommen, obwohl es diese Drittstaatenregelung gibt. Eigentlich müsste man die alle nach Österreich zurückschicken. Das ist falsch. Ja, weil es gibt nicht nur das Asylgrundrecht, sondern es gibt auch die Genfer Flüchtlingskonvention, die gilt auch bei uns. Und wenn mal einer drin ist in Deutschland und Asyl beantragt, dann kann man ihn nicht so einfach irgendwo anders hin zurückschicken.
außer man führt ein Dublin-Verfahren durch, aber das lassen wir jetzt mal bleiben. Absatz 3 von Artikel 16a Grundgesetz lautet: Durch Gesetz können Staaten bestimmt werden, bei denen gewährleistet erscheint, dass dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung stattfindet. Also, 1993 haben wir auch die sichere Herkunftsstaatenregelung erfunden, sowas gab es bis dahin nicht. Der Hintergrund war, dass man gesagt hat, aus bestimmten Ländern wollen wir keine Asylbewerber haben und da sind doch die Verhältnisse allgemein gut und das kann man doch einfach mal so definieren, dass das ein sicherer Herkunftsland sei. Dass das rechtlich schwierig ist, sieht man auch schon gleich am zweiten Satz in diesem Absatz 3. Nämlich, da steht, es wird vermutet, dass ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen vorträgt, die die Annahme begründen, dass er entgegen diesen Vermutungen politisch verfolgt wird. Ja, das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Ja. Der Hintergrund ist, dass man das sozusagen rechtlich, faktisch nie völlig ausschließen kann, dass irgendwo Verfolgung stattfindet im Sinne des Asylrechts oder der Genfer Flüchtlingskonvention, selbst nicht im Paradies auf Erden. Ja, wenn man sich mal Mazedonien als das Paradies auf Erden vorstellt, dann könnte es selbst dort sein, dass dort irgendjemand verfolgt wird nach den Kriterien des internationalen Flüchtlingsrechts. Und faktisch ist es auch so. Ja, also dieses Jahr haben 12 Personen aus Mazedonien, um an dem Beispiel zu bleiben, einen Flüchtlingsschutz in Deutschland gekriegt, weil sie glaubwürdig darlegen konnten, dass sie verfolgt wurden von entweder nichtstaatlichen Akteuren, irgendwelchen Mafia-Clans oder von irgendwelchen staatlichen Organen, ja, obwohl wir sagen, das ist ein sicherer Herkunftsstaat. Ja, so. Also es ist schwierig, ein Land zum sicheren Herkunftsland zu erklären. Auf rechtlich sozusagen, politisch ist es aber ein Instrument. Es wurde eben vor allem dann angewendet, wenn man sozusagen klar machen wollte, hier kommen uns zu viele Leute aus diesem Land und jetzt erklären wir euch mal zum sicheren Herkunftsstaat. Und so ist es eben geschehen, 2014 und jetzt 2015. Dass es nicht so richtig funktioniert hat, sieht man, dass bis 2014 eigentlich die einzigen sicheren Herkunftsländer Ghana und Senegal waren. Und ich habe schon letztes Mal gesagt, dass ich nicht erklären kann, warum nur Ghana und Senegal. Ja? Und ich will es auch nicht erklären. Ja? Also offensichtlich kam mal irgendein Beamter im Bundesinnenministerium auf die Idee, mit dem könnte man das ja mal machen. Und das hat auch niemand widersprochen. Ansonsten wurde diese sichere Herkunftsstaatenregelung eigentlich nie wirklich angewandt. Ja? Also natürlich für die EU-Staaten. Und das wäre Unfug, wenn jemand aus Polen hier einen Asylantrag stellt. So, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Jetzt hat der Kretschmann gesagt, da können wir doch zustimmen, dass da die zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden. Das ändert doch gar nichts am Asylrecht. Das Asylrecht ist uns wichtig, das halten wir hoch. Hierzu muss man sagen, theoretisch hat er recht. Ja, wer aus einem sicheren Herkunftsland kommt, darf trotzdem einen Asylantrag stellen. Ja, es ist nicht verboten, jeder Mensch darf einen Asylantrag stellen, weil es ist ein Grund- und Menschenrecht, internationales Recht. Also es ist nicht verboten, einen Asylantrag zu stellen. Und insoweit hat Herr Kretschmann letztendlich die Wahrheit gesagt. Ja. Faktisch hat die Einstufung zum sicheren Herkunftsland aber massive Konsequenzen für die Betroffenen. Ja. Das wurde dann wiederum nicht dazu gesagt, weil die Ablehnung des Asylantrags ist sozusagen sicher. Ja, Asylantrag muss abgelehnt werden und das steht in § 29 des Asylverfahrensgesetzes, das heißt jetzt Asylgesetz, ist auch geändert worden, ein paar Wortverschönerungen. Der Asylantrag eines Ausländers aus einem Staat im Sinne des Artikel 16a Absatz 3 Satz 1 ist als offensichtlich unbegründet abzulehnen.
Es sei denn, er kann doch politische Verfolgung vortragen. So, das ist jedenfalls die Konsequenz. Und deswegen sieht die Ablehnung eines Asylantrags in 99,9% aller Fälle mittlerweile so aus. Da steht dann drin, der Antrag auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft wird als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Der Antrag auf Asylanerkennung wird als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Subsidiärer Schutz wird nicht zuerkannt. Abschiebungsgebote liegen nicht vor. Die Antragstellerin wird aufgefordert, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe dieser Entscheidung zu verlassen. Wenn sie das nicht macht, dann Drohung mit Abschiebung. So, gegen eine Ablehnung als offensichtlich unbegründet, was verschärfte Ablehnung ist, kann man auch klagen, eine Klage einreichen und einen Eilantrag. Entschuldigung, was ist das? Was habe ich jetzt gemacht? Allerdings ist der Rechtsweg begrenzt. Ja, wenn dieser Eilantrag abgelehnt wird, dann ist die Abschiebung trotzdem in Kürze vollziehbar. Ja, und das betrifft zurzeit die allermeisten. Es hat wenig Aussicht, gegen so eine Ablehnung des Asylantrags zu klagen, weil die Verwaltungsgerichte den Eilantrag zack, zack ablehnen und schon ist die Ausreise vollziehbar. Und das geht zurzeit immer schneller. Vielleicht das auch noch nur zum Vergleich. Ich muss da auch mal etwas weiter recherchieren nochmal. Manchmal denkt man, in Europa sind die sozusagen ist alles gleich. Ja? Und man hat auch schöne Gesetze, die alle gleich irgendwo angewendet werden sollen. Wenn man sich jetzt die Anerkennungsquoten von Menschen aus verschiedenen Herkunftsstaaten anguckt, das bezieht sich auf 2014. Und wie man sieht, ist das zwar nicht vollständig, aber doch ein Hinweis darauf, dass da irgendwas nicht stimmen kann. In Deutschland haben wir Schutzquoten von 0,1 bis 0,4 oder 0,5% bei diesen Herkunftsländern. Also so gut wie keine Anerkennungen. Eben auch wegen der Einstufung zu sicheren Herkunftsländern. In anderen Staaten Anerkennungsquoten von bis zu 43%, wie hier in Finnland. Vielleicht ist das nicht so vergleichbar, aber also wenn in Frankreich 32% aller serbischen Antragsteller einen Schutz bekommen und in Deutschland nur 0,1%, dann sind die Koordinaten verschoben. Das sieht man zurzeit auch an den Grenzen zur Europäischen Union. Ich finde es irgendwie ganz krass. Ja, in Deutschland sagen wir, wer aus Syrien, Iran, Irak, Eritrea kommt, der hat sozusagen quasi seine Flüchtlingsanerkennung in der Tasche. Mazedonien weist gerade jeden Afrikaner ab, ja, auch die Eritreer, auch die Somalier, die gute Aussichten im Asylverfahren haben. Ja, also hier wird sowieso bloß noch nach Herkunftsländern beurteilt. Und das ist alles irgendwie, das totale Chaos gerade, würde ich sagen. So, jetzt verschone ich euch bald mit weiteren rechtlichen Erwägungen. Ich wollte jetzt nur noch mal kurz darstellen, was eigentlich wir denken, was man bei Menschen aus diesen Ländern berücksichtigen sollte. Ich einfach mal hier aufgeschrieben und was im Asylverfahren oder bei der Frage, ist eine Abschiebung zumutbar, dann letzten Endes wiederum doch nicht berücksichtigt wird. Es liegen akute, schwere Krankheiten vor, die eine langfristige Behandlung benötigen. Das wurde zum Teil in letzter Zeit berücksichtigt von unserem Innenministerium, wenn es denn einen stationären Aufenthalt gab. Wie irgendein Herzfehler, den man nicht behandeln kann im Kosovo,
dann wurde das schon mal nicht berücksichtigt. Aber stationäre Aufenthalte wurden berücksichtigt. Jetzt bastelt die Bundesregierung gerade an einem Gesetzentwurf, in dem sie auch noch einführen wollen, dass selbst bei schweren Krankheiten der Ausreisevollzug durchgesetzt werden kann. Hier geht es nicht nur um den Balkan, sondern um alle Staaten. Hier geht es offensichtlich um HIV auch, ja, also selbst Menschen, die an AIDS erkrankt sind und deren Asylantrag abgelehnt wurde, soll die Abschiebung vollzogen werden. Deswegen sollen auch irgendwelche Abschiebungsärzte eingeführt werden, von denen nur diese Ärzte sozusagen beurteilen können, ob eine Transportfähigkeit oder eine weitere Behandlung im Herkunftsland möglich sind. Und die ganze Kulanz, die da angeblich da war, die soll jetzt mal beendet werden, bis die erklärte Auffassung der Bundesregierung, deren Chefin Angela Merkel heißt, die gerne als Flüchtlingskanzlerin in die Geschichte eingehen möchte. So, weitere Kriterien. Jemand befindet sich in einem Ausbildungsverhältnis. Völlig unklar, ob das zu einem Aufenthalt führen kann, wenn jemand tatsächlich eine Ausbildung macht und ab der Asylantrag abgelehnt ist. Im Moment schätze ich das so ein, dass auch da der Vollzug kommt, dass auch da der Aufenthalt beendet wird. Es sind minderjährige Kinder dabei, die erfolgreich die Schule besuchen. Es handelt sich um Personen, die in Deutschland geboren sind bzw. ihre Kindheit und Jugend in Deutschland verbracht haben. Also Personen, die hier verwurzelt sind und die mit Serbien nichts anfangen können, zum Beispiel. Es handelt sich um Nachfahren von Opfern des Nationalsozialismus. Bei Rückkehr oder Abschiebung droht völlige Mittellosigkeit oder Obdachlosigkeit oder Gefahr für dein Leben oder rassistische und sexistische Gewalt. Ja, solche Sachen. All das wird in den Asylverfahren nicht mehr berücksichtigt. Was Sie da aufgeschrieben haben, müsste es Ihre Meinung sein? Wie bitte? Das ist unsere Meinung, ja, meine persönliche. Also aber nicht was die Bundesregierung oder die Behörden hier denken. Das würde jetzt auch zu weit führen, wenn wir das alles im Einzelnen erörtern würden. Vielleicht gibt es ja nachher ein paar Fragen dazu. So, jetzt noch schlaglichtartig, das was ich vorher angekündigt habe, so ein bisschen der wissenschaftliche Blick. Hier allerdings nur aufs Thema Serbien. Es gibt gerade einen aktuellen Bericht zu Mazedonien, den ich noch nicht durchgearbeitet habe. Aber sagen wir Beispiel Serbien. Lebensbedingungen von Roma, von Minderheitenangehörigen in Serbien. Es wird geschätzt, dass es ungefähr 500.000 Roma in Serbien gibt, Gesamtbevölkerung, glaube ich, 8 Millionen in Serbien. Dunkelziffer unklar. 60% der Roma-Kinder sind oder waren nicht in der Schule, 60-80% beenden die Grundschule nicht. Hier wird häufig gemutmaßt, ja, das liegt ja an denen selber, die schicken ihre Kinder nicht zur Schule. Gesundheitsversorgung. Es gibt einen eingeschränkten Zugang zu medizinischer Versorgung, Behandlungskosten und Medikamente sind häufig nicht bezahlbar. Jeder Sechste hat chronische Krankheiten. Lebenserwartung bei Roma ist ca. 10 Jahre unterhalb der gesamten Bevölkerung. Wer nicht einwohnermeldemäßig registriert ist, wird nicht in die Krankenversicherung aufgenommen. 60% der Roma sind arbeitslos. Auch Personen mit Schulabschlüssen haben Schwierigkeiten, ihre Beschäftigung zu finden. Beschäftigung ist vor allem in unqualifizierten und schlecht bezahlten Jobs. Nur ein Drittel der arbeitenden Roma-Frauen haben Arbeitsverträge, also ganz schlimme Arbeitsverhältnisse, insbesondere bei Frauen auch. Die meisten Roma sind auf Tagelöhnerjobs und andere Schwarzarbeit angewiesen. Wohnverhältnisse. 60-80% aller Roma leben in unhygienischen und isolierten Siedlungen. 92 der 593 Siedlungen, ist nicht von 2015, aber so ungefähr wird es noch stimmen, sind illegal. Häufig menschenunwürdige Lebensbedingungen in den Roma-Slums. Strom, Wasser, Müllabfuhr ist nicht vorhanden. Sozialer Wohnungsbau geht zu langsam voran, das ist bei uns aber auch so. Unter den Betroffenen der Flut vom Mai 2014 waren viele Roma, die alles verloren haben.
Sozialleistungen. Der Sozialhilfesatz liegt unter der Armutsgrenze und wird in der Regel nur bei festgestellter Arbeitsunfähigkeit gewährt. Also Sozialhilfe gibt es nicht für Personen, denen man unterstellt, dass sie arbeiten können. Ja, in Mazedonien ein bisschen anders. Da kriegt man 9 Euro im Monat. Bürgerrechte, Minderheitenrechte. Auf dem Papier gibt es vieles in Serbien. Das ist letzten Endes auch keine Bananenrepublik. Ja, ich möchte diese Länder auch nicht bloß schlecht machen hier. Aber es ist eben de facto der Fall, dass Roma häufig von sozialen und rassistischen Diskriminierungen betroffen sind. Hier gibt es ein schönes Zitat der Gleichstellungsbeauftragten, des serbischen Gleichstellungsbeauftragten, auch sowas gibt es natürlich. Unsere Bürger sind in hohem Maße homophob, intolerant in Sachen Religion und ausländerfeindlich. Und Roma sind die in Serbien am stärksten diskriminierte Gruppe, gefolgt von den Armen und den Behinderten, auch interessant in Konfliktionen. Laut dem European Roma Rights Center sind rassistische Hetze und Gewalt gegen Roma ein landesweites Problem. Serbische Justiz sei nach wie vor sehr nachsichtig mit neofaschistischen Gruppen und die Polizei sicher auch. 30% aller von Menschenhandel betroffenen Frauen sind Roma, unter den Kindern und Jugendlichen sogar 72%. Circa 20.000 Personen, in der Regel Roma, sind nicht staatlich registriert und haben dann eben auch keinen Zugang zu Gesundheitsleistungen. So, das nur so ein bisschen schlaglichtartig. Der Herr hat mal bei uns eine Demo gemacht vom Büro und letztes Mal hat er auch noch einen Vortrag gehalten. Kannst nachher sicher selbst gerne noch was sagen. Hier noch ein kleiner Hinweis auf den Mazedonien-Bericht, der vor kurzem erschienen ist. Eine Recherchegruppe aus deutschen und französischen Anwälten, Journalisten, Aktivisten, Ärzten und so weiter, die das ein bisschen anders gemacht haben als wir, waren im letzten Jahr in Mazedonien und haben einen sehr ausführlichen Bericht erstellt, den ich jetzt allerdings weder referieren kann noch will, sondern ich berichte jetzt euch jetzt über unsere Reise. Damit das jetzt drankommt, weil das ist ja das Hauptthema für heute Abend. So, vielleicht aber dazu gleich auch erstmal Text. Im Oktober, vom 2. bis 12. Oktober sind wir mit einer Gruppe von 8 Personen durch Serbien und Mazedonien gereist. Der Kollege hat hier versucht, diese Reiseroute mal ein bisschen aufzuzeigen. Wir sind also von Nordserbien aus über Sivac und Novi Sad, über Belgrad nach Skopje gereist und dann ein bisschen kreuz und quer durch Mazedonien. Das kommt gleich näher. So, zunächst mal ein paar Eindrücke von den europäischen Außengrenzen. Die haben wir uns auch angeschaut, nämlich in Österreich bei Nickelsdorf, in Ungarn, an der serbisch-ungarischen Grenze und an der serbisch-mazedonischen Grenze in Tabanovce, wo wir auch schöne Sachen gemacht haben. So, da habt ihr jetzt die falsche Karte, das ist aber egal. Das, was wir da mitbekommen haben während unserer Reise, das war mehr oder weniger auch eine Momentaufnahme. Und in der Zwischenzeit sieht es ja schon wieder ganz anders aus. Als wir da durchgereist sind, wurde gerade kurz davor die serbisch-ungarische Grenze dicht gemacht. Das heißt, dort haben wir nicht so viel gesehen. Wohl aber an der ungarisch-österreichischen Grenze, da haben wir auch so ein riesiges Zelt besucht, in dem eben die Transitflüchtlinge täglich durchgekommen sind. So ein riesiges Erstaufnahmezelt, von wo aus die Leute dann weit verteilt wurden nach Wien oder in andere österreichische Städte oder dann eben durchgeschleust wurden, letzten Endes nach Deutschland. Auch dort fanden wir jetzt erstmal interessant, dass
dass zahlreiche, also dass dort sehr, sehr viele Ehrenamtliche im Einsatz sind und das sehr lange gedauert hat, bis die österreichischen Behörden das alles selber übernommen haben. Und dieses Zelt, wo wir jetzt waren, das war schon dann organisiert vom österreichischen Roten Kreuz, aber mit sehr, sehr vielen ehrenamtlichen Helfern. Und wir haben da auch so einen Arzt dann mitgenommen nach Wien, und der hat dann auch erzählt, wenn es die Ehrenamtlichen nicht gäbe, würde dieses ganze System komplett zusammenbrechen dort. So, das vielleicht nur als kurzen Eindruck. Eine etwas längere Zeit haben wir uns an der serbisch-ungarischen Grenze aufgehalten, weil wir dort auch dann Familien besucht haben. Das war im September noch eine der Hauptrouten von Flüchtlingen. Und hier geht jetzt gar nichts mehr. Ich zeige nachher noch ein paar mehr Bilder dazu. Das ist hier diese Bahnstrecke, die man vielleicht aus dem Fernsehen in Erinnerung hat. Die läuft sozusagen parallel zum offiziellen Auto- und LKW-Grenzübergang, nur so 1 Kilometer entfernt davon. Das ist mehr oder weniger die grüne Grenze, wo Tausende von Flüchtlingen eben drüber gelaufen sind. Wir waren in Tabanovce, das ist ein Grenzort einer serbisch-mazedonischen Grenze in Mazedonien, wo zur damaligen Zeit jeden Tag bis zu 10.000 Flüchtlinge angekommen sind, in Zügen, Bussen, Taxis und so weiter. Und an dem Tag, als wir dort waren, war es eben auch so. Zunächst mal, also wir hatten 2 Transporter dabei mit Kleiderspenden, weil wir da eben auch die Gelegenheit nutzen wollten, um dort zu helfen. Das hat zunächst mal dazu geführt, dass Grenze zwischen Serbien und Mazedonien einen ganzen Tag, einen halben Tag aufgehalten wurden. Die wollten uns nicht reinlassen, die Mazedonier. Und das war, also jetzt kurz erzählt, es war kurz davor, dass wir quasi zurück hätten fahren müssen, weil die uns auf Teufel komm raus nicht reinlassen wollten mit unseren Klamotten. Am Schluss hat es aber doch geklappt, obwohl wir einen Teil der Klamotten zurücklassen mussten, aber wir hatten dann immer noch genug, um das dort zum Einsatz zu bringen. Wir sind da mittags um 13 Uhr ungefähr angekommen und haben uns erst mit den Leuten vom Roten Kreuz, die da waren, ein paar Leute unterhalten und dann so eine ehrenamtliche Helfergruppe, und die haben uns dann erlaubt, mit unseren Autos da reinzufahren an diesen Bahnhof, und 5 Minuten später ist dieser Zug angekommen, der voll war mit 2.000-3.000 Flüchtlingen, und gleichzeitig sind dann eben noch Busse, Taxis, alle möglichen anderen Gefährten angekommen. Da sind Massen von Leuten dort gewesen und haben uns innerhalb von einer halben Stunde sämtliche Sachen, die wir hatten, abgenommen. Also das hat sich dann wirklich auch voll gelohnt. So, jetzt einfach mal ein paar Bilder. Das ist Sulake in Österreich. Da gibt es dann auch schöne Berichte. Das ist in Orgosch an der serbisch-ungarischen Grenze, wo man dann eben sieht, was die Flüchtlinge so alles zurückgelassen haben. Das ist der Zug in Tabanovce. Da sind dann auch so ein paar wenige Zelte oder so Hütten, die der UNHCR aufgebaut hat, aber es hätte nie ausgereicht, das allein. Wir haben dort so Ehrenamtliche getroffen aus Kumanovo. Das ist eine Stadt, die ist 8 Kilometer entfernt von dort. Die arbeiten da haben seit 4 Monaten täglich dort gearbeitet, um den Flüchtlingen Kleiderspenden und sonstige Sachen zu bringen. Das war so ein richtiger Vollzeitjob, den die da gemacht haben. Und das fand ich sehr beeindruckend, wie fit die Leute da waren. Das war unser Auto. Und
uns gar nicht richtig herrichten. Sachen waren alle noch im Auto drin. Die Leute haben uns quasi alles aus den Händen gerissen. So, jetzt hat der Kollege hier ein Video vorbereitet. Das werde ich aber hier weglassen. Und jetzt von dieser Episode, könnt ihr dann nachher auch Fragen stellen zu den Transitflüchtlingen, jetzt würde ich zu der eigentlichen Reise übergehen. Was waren die Ziele unserer Reise? Wir wollten die Lebenssituation von rückgekehrten oder abgeschobenen Asylsuchenden dokumentieren, die wir in Deutschland besucht haben. Klar ist, wir hatten hier nicht den Anspruch auf eine Repräsentativität oder Wissenschaftlichkeit, das habe ich vorher schon gesagt, sondern wir wollten die sozialen Lebensbedingungen untersuchen und auch die Frage, auf welche Weise diese Menschen von Diskriminierungen, von Rassismus betroffen sind. Was vielleicht genauso wichtig war, als jetzt Betrachten der Situation, in der die Menschen leben, war der Ansatz, dass wir gesagt haben, es reicht nicht, dass man die Leute hier im Asylverfahren unterstützt, sondern man muss versuchen, ein Netzwerk aufzubauen, das eben letzten Endes nachhaltige Perspektiven für die Menschen möglich macht, also dass sie eben über das Asylverfahren hinaus hier möglichst auch eine Perspektive für sich in diesen Ländern aufbauen können. So, ich habe jetzt auf 2-3 Folien unsere zentralen Ergebnisse zusammengefasst. Es ist so, dass wir die ganzen Interviews, die wir dort gemacht haben, die haben wir noch nicht vollständig ausgewertet. Also es waren zum Teil stundenlange Interviews, die auch noch nicht mal verschriftlicht sind. Das hat auch damit zu tun, dass das zum Teil vollständig ehrenamtlich ist, was wir da jetzt gemacht haben. Deswegen haben wir uns jetzt zunächst mal nur zusammengesetzt und haben so für uns sozusagen die wesentlichen Ergebnisse versucht, so ein Stück weit rauszufiltern. Ja, und nachher bei den Bildern von den Familien, da kommen jetzt so ein paar einzelne Zitate, werde ich dann vorstellen. Was waren unsere Beobachtungen? Zunächst mal zum Thema finanzielle Situation. Die meisten dieser Menschen, die wir besucht haben, bekommen keine Sozialhilfe, insbesondere in Serbien, aber auch in Mazedonien. Wenn Sozialhilfe gewährt wird, dann reicht diese noch nicht mal genug zum Essen zu kaufen. Der Sozialhilfesatz in Mazedonien ist 9 Euro für eine erwachsene Person. Und an der Stelle kann man schon sagen, die Lebenshaltungskosten sind jetzt nicht so wie bei uns, aber grobe Schätzungen würde ich mal sagen, die liegen bei ungefähr 50%. Ja. Also wir würden dann in Deutschland 18 Euro Sozialhilfe im Monat bekommen. Jetzt kann man sich überlegen, wie kommt man mit 18 Euro im Monat über die Runden. Alle der Leute, die wir besucht haben, haben zum Teil erhebliche Stromschulden bei den Elektrizitätswerken oder haben in Einzelfällen auch gar keinen Strom, wobei das eher die Ausnahme ist. Und eine wichtige Erkenntnis, zu überleben kann dann halbwegs gesichert werden oder kann nur dann halbwegs gesichert werden, wenn mindestens ein Familienmitglied irgendwo legal im Ausland lebt und dort ein Einkommen hat und eben was überweisen kann. Oder wenn es Unterstützung aus dem Ausland gibt, um eben die Lebenshaltungskosten zu finanzieren. Zweitens, Thema Arbeit. Niemand hat einen regulären Vollzeitjob. Sowas gibt es dort nicht, mit dem der Lebensunterhalt verdient werden könnte. Also wir haben eine Familie besucht, da arbeiten beide wirklich bis zum Anschlag. Aber auch nur saisonal, also auch nur teilweise. Die Regel sind kurzzeitige saisonale Tätigkeiten zu meistens eben auch geringer Entlohnung und häufig, wie auch bei uns, in prekären Verhältnissen. Die Leute haben, wenn es gut läuft, mehrere Jobs. Ja, von einem Job kann man sowieso nicht leben. Auch wer einen guten Bildungsabschluss hat, hat nur im Ausnahmefall das Glück,
alter Bildung, Ausbildung angemessene gute Beschäftigung zu finden, wobei die meisten, die wir da jetzt besucht hatten, waren jetzt Leute, die eben selber jetzt auch keine großen Qualifikationen hatten. Thema Wohnen. Die Roma leben überall gesondert von der Mehrheitsbevölkerung, meist in slumähnlichen Stadtvierteln oder in Dörfern, wo der Wohnraum am billigsten ist. Das darf man sich jetzt vielleicht auch nicht so extrem vorstellen. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn man durch diese Länder reist, dann kann man zum Teil den Eindruck bekommen, dass es wie bei uns nur 50 Jahre zurückgedreht. Da gibt es auch ganz gewöhnliche Dörfer. Und die Roma wohnen dann auch insbesondere in den Dörfern, wo der Wohnraum eben am billigsten ist, in weit abgelegene Dörfer. Und das ist so, wie wir das jetzt erfahren haben, die Bevölkerung oft dann auch mal durchmischt. Ja, es gibt da nicht reine Ghettos. Ja. In den Großstädten ist das schon so. In Novi Sad fahren wir oder in Skopje, da gibt es dann eben Stadt-Roma-Viertel, in denen nur Roma leben oder andere Menschen, die sozusagen am Bundesrand sind. Auf den Dörfern ist es zum Teil durchmischt, wobei da dann die Roma auch irgendwo dann zum Teil noch in irgendwelchen Ecken dann irgendwelchen Häusern versammelt sind. Viele der Roma sind krank, also auch von denen, die wir besucht haben, und können sich die Medikamente, die sie brauchen, finanziell nicht leisten. Kinder werden häufig in der Schule benachteiligt, nicht gefördert und ausgeschlossen. Das sind auch Berichte, die in vielen Asylverfahren vorgebracht werden. Unsere Kinder wurden in der Schule gehänselt, geschlagen, von den anderen Kindern, von den Lehrern, von allen sozusagen. Häufig kommen sie auch in Sonderschulen oder also nicht in die regulären Schulen. Die Roma werden von der Mehrheitsbevölkerung als Roma erkannt und ignoriert. Viele haben erzählt, dass die Leute durch sie durchschauen, das heißt sie schlicht ignorieren. Das ist vielleicht eine wichtige Erkenntnis, die ich auch von den Leuten her kenne, mit denen ich seit längerem zu tun habe. Eine junge Frau sagt zum Beispiel, sie wird in Serbien nie einen Job bekommen, weil jeder sieht, dass sie ein Roma-Mädchen ist. Und in Deutschland sei das, frage ich ja, ist das in Deutschland nicht so? Dann sagt sie, nein, das ist hier nicht so. Ja, und das macht wohl wirklich einen wichtigen Unterschied aus. Bei Behörden bekommen die Roma häufig nicht die ihnen zustehenden Rechte gewährt oder werden nicht ernst genommen. Kinder haben in der Schule keine Freundinnen und Freunde, bereits Kinder der Mehrheitsbevölkerung üben einen offenen Alltagsrassismus aus. Da fand ich jetzt so, was uns erzählt wurde, auch ein immer wiederkehrender Bericht. Ja, Kinder sind offensichtlich schon sehr klug in jungen Jahren. In einzelnen Fällen wurden Roma-Kinder von den Lehrerinnen und Lehrern pathologisiert, um sie aus der Regelschule wegzubekommen. Das ist eine Familie, die von den Konstanzer Leuten aus unserer Reisegruppe besucht wurden. Da geht es in dem Fall um zwei Mädchen, Jugendliche, die in Deutschland sehr gut in der Schule waren, die auch während des Schuljahres noch ausreisen mussten. Und die dann dort in Serbien in der Schule eben von den Lehrerinnen versucht wurden, als psychisch krank darzustellen, um sie in eine Sonderschule an einem anderen Ort zu bekommen. Wenn die Roma Anzeige wegen strafwürdigen Vorkommnissen erstatten, konstruieren Polizisten Gründe, um Anklagen gegen die Roma statt gegen die Täter zu erheben. Straftaten gegen Roma werden von der Polizei in der Regel nicht verfolgt. Also das darf man jetzt auch nicht als pauschale Aussagen, sozusagen als allgemeingültige Aussagen werten, sondern als Einzelaussagen dieser Leute, die wir eben auch besucht haben. So, das war unsere Reisegruppe.
Herr Stein vom Flüchtlingsrat, Herr Limani aus Debar in Albanien, der bis zu in Neckarhausen in der Hauptschule war. Eine junge Frau aus Mazedonien, die ausreisen musste und die wir mitgenommen haben, aber auch von Michaela, die heute leider auch nicht kommen kann, leider immer noch krank ist, betreut wurde. Den in der Mitte kennt ihr, dann Herr Mustafov, der im September hier war, bei der Veranstaltung und der mitgereist ist bei unserer Reise als Übersetzer, der wohnt in Fellbach. Dann die Frau Schicki und Herr Weber aus Konstanz. Das war sozusagen das Kernteam unserer Reise. Und wenn es gut läuft, dann werden das bei der nächsten Reise mindestens doppelt so viele Leute sein, weil es gibt schon einige Anfragen, beim nächsten Mal mit dabei zu sein. So, jetzt stelle ich euch so ein bisschen die Familien vor, die wir besucht haben. Aber auch nur ein bisschen, weil das würde sonst ja auch bis zum nächsten Morgen gehen, dass wir hier sitzen. Also so ein bisschen schlaglichtartig mit so ein paar Zitaten. Hier ist zunächst mal Familie B. Wir nennen die jetzt alle irgendwie halt A, B oder C. Ja, also mit anonymisiert. Das ist eine Familie, die ich seit 3-4 Jahren mittlerweile unterstütze und die bis zur Zeit unseres Besuchs nicht in Serbien waren, aber mittlerweile dort sind. Die mussten jetzt Mitte November ausreisen, nachdem sie wieder ein Jahr mal wieder in Deutschland waren und im Asylverfahren mal wieder gar nichts ging. Das ist eine Familie, die auch eine endlos Fluchtgeschichte hinter sich hat. Die Eltern waren schon 1990 damals noch aus Mazedonien geflohen. Der Vater war Kriegsdienstverweigerer, damals im Jugoslawienkrieg. Er wollte nicht auf seine Landsleute schießen und ist eben wie viele damals, sind die nach Deutschland gekommen. Die waren damals sehr jung mit dem ersten Kind. Zwei der drei mittlerweile erwachsenen Kinder sind in Deutschland geboren. Der Sohn ist in Dachau in Kirchenasyl zur Welt gekommen im Jahr 1992. Die Familie wurde dann 97 aus Deutschland abgeschoben und die Kinder waren da schon so 3, 5, 7, so die Altersstufe. Diese Familie hat dann in der Zeit zwischen 1997 und 2010 wahrscheinlich 5-6 Mal versucht, wieder aus Serbien wegzukommen, es aber nicht geschafft. Wurden auch in Ungarn und mal in Österreich und mal in Spanien aufgegriffen und wieder zurückgeschickt. Und sobald aber die Visumsfreiheit eingeführt wurde, 2010 haben die das Land verlassen und haben seitdem wieder eine Odyssee von mehreren Asylverfahren in Frankreich, in der Schweiz und dann letzten Endes wieder in Deutschland hinter sich. Die kommen aus einem, also der Vater kommt eigentlich aus Mazedonien und hat mal einen denkwürdigen, oder nee, wie soll ich das sagen, der hat seit das ganze Leben Probleme gehabt mit der ortsansässigen Bevölkerung, weil die mögen dort nicht nur keine Roma, sondern mögen eigentlich gar keine, die von woanders herkommen. Er ist jetzt zusätzlich noch Mazedonier, seine Eltern kommen aus dem Kosovo, also werden sie für Albaner gehalten und sind Moslems.
Und das ist sozusagen so eine Mehrfachstigmatisierung, die dort von der Mehrheitsbevölkerung überhaupt nicht respektiert wird. Hier vielleicht nur an der Stelle ein Beispiel, ein Zitat von dem Sohn der Familie, der auch ein sehr guter Musiker ist und der sehr gut Deutsch spricht. Ich habe Angst, wenn ich in dieses Dorf zurück muss, dort gibt es Nazis, die mich und meinen Vater schon oft bedroht und geschlagen haben. Das Bild entstand bei einem anderen Besuch an dem Fluss, der dort in der Nähe ist. Schon als er 12 Jahre alt war, wollten ihn Mitschüler in diesem Fluss ertränken, und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals. Als die jetzt wieder ausreisen mussten, ist mir auch nochmal letztendlich klar geworden, dass vor allem die beiden Männer wirklich richtige Angst hatten, dorthin zurückzugehen. Dass das auch nicht nur, dass das eine tatsächliche Bedrohung war von dieser Clique, die es dort gibt, in diesem Dorf, das ist so ein völlig abgelegenes Dorf an der ungarischen Grenze, wo es auch viele Flüchtlinge gibt, bosnische Flüchtlinge von Jugoslawienzeit, aber wo es offensichtlich eine Clique gibt, die nach und nach alle Menschen drangsaliert, die ihnen nicht passen. Vor 2 Monaten gab es dort eine schwere Misshandlung eines Mannes, der dann schwer zusammengeschlagen ins Krankenhaus musste, mittlerweile behindert ist, also fast nicht überlebt hat. Und das wollten die sich jetzt nicht eintun, die sind jetzt an einen anderen Ort gegangen, mussten aber auch zurück nach Serbien. So, ich sagte ein bisschen Schlaglicht, zweite serbische Familie, das Bild sieht so ein bisschen, man sieht schon, dass wir da ziemlich viel Schlivovitz getrunken haben an dem Abend. Das ist bei einer Familie, die im Asylverfahren in Nürtingen war, die aus dem Dorf bei Novi Sad kommen. Das ist auch in der Gegend, wo du herkommst, richtig? Die Familie kenne ich jetzt nicht mehr, ich habe die eben auch bei der Reise erst kennengelernt, und interessant war auf jeden Fall die Geschichte der Tochter. Also hier sehen wir den Großvater, wenn man so will, die Großmutter, und da hinten ist die Mutter. Und die waren im letzten Jahr alle, die ganze Familie war in Deutschland im Asylverfahren, aber die Eltern sind früher auch freiwillig ausgereist, und die Mutter mit der Tochter wurde im Mai dieses Jahres abgeschoben, und mit ihr haben wir ein ziemlich langes Interview gemacht, aus dem ich jetzt vielleicht nur ein Zitat vortragen möchte. In Deutschland konnte meine Tochter zum ersten Mal wie ein normales Kind zur Schule gehen. In Serbien hatte sie in der Schule keine Freundinnen. Wir konnten das nicht ertragen. Wir haben Angst, dass sie jetzt krank wird. Mein sehnlichster Wunsch ist, dass wir keine Roma sind, damit wir endlich normal leben können. Das kleine Mädchen hat wunderbar Deutsch gesprochen, wenn es Lust hatte, mit uns zu reden. Man hat es auf jeden Fall gemerkt, dass die letzten Endes völlig aus der Bahn geworfen wurde durch die Abschiebung auch, also das Kind vor allem. In diesem Dorf, wobei ja, das ist eine Stadt, da, das war so eine Stadt, in der es nicht so viele Roma gab, also waren wir tatsächlich Minderheit, ja, also nur wenige Roma haben dort gelebt. Ich mache weiter. Wir kommen zu Familie T. Auch hier Gruppenbild. Das war jetzt schon in Mazedonien. Und zwar in Skopje. Skopje ist eine riesige Stadt. Das lohnt sich, da mal sich eine Weile aufzuhalten. Wir waren aber auch nur 2 Tage dort.
Diese Familie ist wiederum bekannt mit ihm, mit Miele, unserem Übersetzer, also seine Verwandtschaft. Und er hier, das war jetzt sozusagen die Hauptperson, die da besucht wurde. Diese Familie wohnt in einem Slum, der heißt Tupana. Den haben wir uns natürlich auch ein bisschen angeguckt. Diese Slums sind, also kann man sich schon vorstellen, wie so ein Slum, schlechte Hütten, schlechte Wohnungen, viel Müll auf den Straßen, nur kaltes Wasser und die hatten so eine Wohnung, wo ein Zimmer war sozusagen offen nach außen, also es war keine richtig abgeschlossene Wohnung, sondern so ein nach außen offenes Wohnzimmer, also ich kann mir vorstellen, da war es recht zapfig werden im Herbst und Winter. Und dann gab es aber schon noch ein Zimmer oder zwei Zimmer, eine Küche und so ein Wohnzimmer, das irgendwie halbwegs okay war. Auch da schlafen dann immer alle. Also leben zu viert in der Wohnung der Mutter, die man gleich auch sieht, und haben uns erzählt, dass sie dort noch vergleichsweise gut dran seien, dass es vor allem viele Kinder gibt, die nicht genug zu essen hätten dort und auch keine richtige Kleidung. So, der Herr T. war mal Musiker und hier unten sieht man ihn in jüngeren Jahren, in denen er auch eine Kassette herausgebracht hat. Hier auch nur Schlaglicht, Zitat: Früher war ich Musiker, jetzt bin ich krank, zusammen bekommen wir 50 Euro Sozialhilfe. Die Medikamente, die ich brauche, kosten auch 50 Euro im Monat. Ich bin auf die Medikamente angewiesen, sonst würde ich sterben. Der Mann hat eine Nierenkrankheit und muss, ich bin kein Arzt, also kenne mich da nicht aus, muss sozusagen zweimal in der Woche zur Dialyse und muss dann gleichzeitig auch bestimmte Medikamente nehmen, die er also nehmen muss, sonst würde es zu Ende gehen. Habe ich mal so mir sagen lassen, so wird es wohl sein. Nur ist es so, dass man die Medikamente auch nicht umsonst kriegt in Mazedonien, sondern auch noch Zuzahlungen leisten muss. Und das kommt dann eben bei denen monatlich auf 50 Euro. Und das ist wiederum das Geld, das sie über die Sozialhilfe, die er kriegt, weil er krank ist, kriegt er Sozialhilfe, ja, und seine Mutter auch. Das ist das Geld, was sie sozusagen faktisch im Monat einnehmen. Hier fragt man sich natürlich, wie die das machen, ja, wie kann man von 50 Euro leben. Stromrechnung nicht und so weiter und so fort. So, das ist die Roma, die anscheinend den besten Börek von Skopje macht. Wir durften ihn auch probieren und er war wirklich lecker. Das war eine tolle Frau. Da wollte er jetzt auch einen Film zeigen, aber auch den lasse ich weg. Nächste Familie, das ist Familie F von die Familie der jungen Frau, die wir da hingebracht haben, nach Strumica, das ist in Südwest-Mazedonien. Ich würde mal sagen, Strumica ist das Freiburg Mazedoniens. Das ist eigentlich eine schöne Stadt. Und es gibt dort angeblich das beste Paprika der Welt und auch den besten Tabak Mazedoniens. Also, ich sag mal, mir hat es dort gefallen, mir hat es überhaupt in Mazedonien gefallen, ja, also schöne Berge und so weiter. Von der Landschaft her alles ganz toll, aber die Lebensverhältnisse sind natürlich katastrophal. Diese Familie hier, die kannte ich noch nicht aus Tübingen, aber die waren auch schon mal in Tübingen, und zwar im Jahr 1992. Auch die waren mal Kirchenasyl, auch während des Jugoslawienkriegs
in Deutschland, Kinder zum Teil in Deutschland geboren. Und haben es auch mehrmals wieder versucht, zuletzt 2014 und sind dann eben 2015 freiwillig rückgereist, halten sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, das geht wohl in Strumica ein bisschen, zum Beispiel indem man illegal Holz holt aus dem Wald, wenn man nicht erwischt wird und dieses Holz dann verkauft, oder wenn man bei irgendeinem Bauern oder irgendeinem Großbauern bei der Paprikaernte hilft, bis die vorbei ist. Da gibt es wohl auch ab und zu einen kleinen Job, wenn man die Leute kennt, aber das sind dann eben immer nur kurzzeitige Möglichkeiten. Es gab dort auf jeden Fall gutes Essen. Und das hier ist zum Beispiel die Date der Stromrechnungen von dieser Familie, auch ein Hinweis darauf, wie sozusagen völlig desolat Leute wirtschaftlich dastehen. Die haben zum Beispiel seit 2011 keine Stromrechnung mehr bezahlt und da haben sich sozusagen die Rechnungen auf mehrere tausend Euro summiert. Bei uns hätte das möglicherweise schon längst zum Vollzug geführt. Der steht da auch irgendwann an bei denen, also wird es irgendwann eine Ersatzfreiheitsstrafe geben. Auch das wird wohl gemacht in Mazedonien. Jedenfalls, also das ist ein Indiz dafür, dass halt sozusagen die Lebensverhältnisse das nicht zulassen, dass man den Strom zahlt. Das ist das WC der Familie F, auch nur so mal um einen Eindruck zu kriegen, hat einfach ein Loch in einem gemauerten Boden, insofern ein sehr mäßiger Standard, bei den meisten anderen gab es schon Kloschüssel. Was ist das jetzt? So, auch gegrillt wurde auf der Straße für unser Essen, das ist so ein kleiner Blick in die Straße, in dieses Viertel. Wo so eine riesige orthodoxe Kirche, die heißt Sveti Petnaist ist. Und da drumherum ist so ein ziemlich großes Viertel, in dem hauptsächlich Roma leben. Jetzt springe ich nach Südostmazedonien zur Familie G. Was die Familie von diesem jungen Herrn ist, der uns die ganze Zeit als Übersetz begleitet hat. Die kommen aus Deva an der albanischen Grenze. Deva hat wiederum die Besonderheit, dass es ziemlich abgelegen in einer bergigen Region liegt, ganz nah an Albanien. Und dann aber auch Mazedonien, ja, also wir befinden uns in Mazedonien, das ist dort die Mehrheitsbevölkerung, aber offensichtlich benimmt sich die albanische Minderheit dort ein bisschen wie ein Herrenvolk gegenüber den anderen und hat dort sozusagen das Sagen. Auch in Deva gab es leckeres Essen. Und dort gab es auch eine Roma-Organisation, das Büro einer Roma-Organisation, die vom Diakonischen Werk unterstützt wird, oder wurde der Aufbau dieses Büros. Und wir haben dann natürlich auch gefragt, was macht diese Roma-Organisation dort und was macht die mit dem Geld, was sie kriegen. Und dort hat uns der Familienvater schon ziemlich genau aufgeklärt, wie das so funktioniert bei den Roma-Organisationen, dass es eben nicht so läuft, dass so eine Organisation dann sich um alle Roma kümmert, sondern halt nur um ganz wenige, die sozusagen zum eigenen Clan dazugehören. Und die kümmern sich zum Beispiel nicht um obdachlose Roma, die wir dort angetroffen haben. Und das wäre jetzt auch mal der Schlusspunkt, den ich dann setzen würde hier. Also wir haben noch mehr Familien besucht, würde ich jetzt zum Teil mal weglassen.
das war jetzt noch eine interessante Episode unserer Fahrt. Die Familie hat uns dort dieses abgebrannte Haus gezeigt. Das ist ein Sozialhaus, in dem andere Roma gewohnt haben. Und das Haus ist vor 6 Monaten abgebrannt. Und die 3 Familien, die da übrig geblieben sind, die leben seitdem nebendran in Zelten. Und dazu muss man sagen, vorher schon gesagt, diese Stadt ist groß. Es haben da mal 30.000 Leute gewohnt. Dort gibt es Wohnraum, da stehen ein Haufen Häuser leer. Und daran sieht man, wie unmenschlich das dann da zum Teil auch zugeht. Offensichtlich hat der Bürgermeister sich nachhaltig geweigert, diesen Familien, die da so halb obdachlos auf dieser Wiese leben müssen, ein festes Dach unter dem Kopf zu geben. Auch diese Familie hatte schon vor einiger Zeit ein halbes Jahr in Deutschland gelebt. Der Sohn ist dort zur Schule gegangen. Kriegen keine Sozialhilfe, die werden von irgendwelchen Leuten mit ein paar Dinars oder mit ein paar Euros unterstützt. Andere zwei ist ein älteres Paar, die auch schon mal in Deutschland waren, im Asylverfahren. Und die dritte Familie ist eine Familie mit 7 Kindern, von denen dieses Mädchen hier einen Tumor hat im Gesicht. Und an dem Tag, als wir dort waren, hat es auch fürchterlich geregnet, also es war auch richtig übel. Und wir haben uns sehr lange mit denen unterhalten und wir haben denen quasi geraten, dass sie diese Stadt dort verlassen sollen und dass sie versuchen sollen, irgendwo hin nach Europa zu kommen, weil dort hätten sie jetzt keine Zukunft, wenn sie in diesen Zelten bleiben müssen, weil die Stadt liegt auf 1800 Meter. So, ich lasse das mal ein bisschen durchlaufen. Hier kommt noch Familie E mit einem 18-jährigen Sohn, der in Deutschland schon in der 9. Klasse war und jetzt dort nicht in die Schule gehen kann zurzeit. Und dann mache ich mal gleich Schluss, weil jetzt ist auch schon lang. So, über diese Reise hinaus gedacht, also wollten da jetzt nicht nur einmal hinfahren, sondern es geht dann letzten Endes auch darum, weitere Perspektiven aufzubauen. Das Geld, was wir da jetzt bekommen haben, das Spenden zur Unterstützung der Familien, das war jetzt nicht so viel. Aber es ist aus unserer Sicht ein Anfang und wir denken über verschiedene Sachen nach. Einerseits Hilfen zum Lebensunterhalt in verschiedener Art und Weise, wie Starthilfebeiträge oder Zuschüsse, damit die Leute wenigstens Holz kaufen können oder ihre Stromrechnungen bezahlen können. Dann Sachen, die sozusagen vielleicht eher nachhaltig wirken können, nämlich Zuschüsse oder Kredite, damit die Leute irgendein Unternehmen gründen können, vielleicht einen Taxischein machen können zum Beispiel oder sich Geräte anschaffen können, wie zum Beispiel eine Nähmaschine, die wir einer Frau zukommen lassen wollen. Irgendwas, womit sie sich eine selbstständige Arbeit aufbauen können. Und das betrifft jetzt nicht nur diese Familien, sondern eben auch andere, die jetzt mehr und mehr Deutschland verlassen müssen. Das raten wir gerade eben auch allen, die in der Unterstützungsarbeit tätig sind. Guckt mal, dass ihr nicht nur den Leuten helft, solange sie hier sind, sondern dass man eben auch versucht, eine Unterstützung aufzubauen für die Zeit nach der Abschiebung oder Rückkehr. So, das soll es jetzt mal von mir bis hierher gewesen sein.